zu seiner Kondition, die wir gerade eben gesehen haben, ist schon ein bisschen älter. Ist ein bisschen älter gegen diese Leute, die er schon kämpft, der ist schon 35. Und dieses Tempo mitzugehen, muss ich sagen, Hut ab, mein Freund. Aber auch zu den ganzen Kämpfern, die Sie heute Abend gesehen haben, bevor Sie den letzten Kampf sehen. Robert, bleib hier. Robert fährt in der Vorbereitungsphase, das heißt also so, wir fangen roundabout 4 Monate vorher an, bevor wir mit der Planung anfangen. Und Robert bereist, ich glaube, mittlerweile halb Deutschland, Teile von Europa. Ihr habt gesehen, heute waren Holländer hier und auch noch andere Kämpfer aus anderen Ländern. Wir hatten Leute aus Israel das letzte Jahr hier. Er fährt also kreuz und quer durch Europa oder durch Deutschland auf jeden Fall, um sich die Kämpfer anzugucken. Nicht irgendwelche Zufallsprodukte auszusuchen, sondern wirklich, um auch welche mit Niveau herzukriegen. Robert, und ich glaube auch hier, nicht nur im Ring und im Kampf und im Training machst du einen perfekten Job, sondern auch bei der Aussuchung, beim Auswahl der Kämpfer. Und selbst wenn so ein Ergebnis wie gerade eben kommt, was nicht beabsichtigt war, haben wir trotzdem Top-Fighter hier. Und die Gesundheit geht immer voran. Und wir, Gonzo, wo bist du? Selbstverständlich. Wir haben 4-mal Gonzo gehabt und wir werden auch die nächsten 4 und danach die 4 auch noch Gonzo haben. Und wir wollen ihn auch haben. Ich würde auch noch gerne was sagen zu dem Sport. Ich werde immer gefragt, MMA, Mensch, was soll das sein? Mensch, eher ein Hahnkampf. Ich kann nur sagen, man sieht hier das, wie die Leute aufeinander gehen. Ich kann aber euch auch sagen, was da hinten hinter der Bühne passiert. Die sprechen, die quatschen, die sagen, Mensch, wow, bist ja so gut reingegangen und das. Es ist absolut Sport, auch wenn es manchmal ein bisschen anders aussieht. Ja, ich habe dieses Jahr nicht ganz so viele Kämpfer gestellt. Es liegt daran, dass welche von meinen Kämpfern zur Polizei gegangen sind. Und da wird es leider nicht gerne gesehen, dass sowas gekämpft wird. Das finde ich sehr schade. Wir fristen leider immer noch ein Nischendasein, gerade was das MMA angeht. Das ist meine Motivation, so eine Veranstaltung hier zu machen mit dir, mit einem schönen Team, mit Sally, ja, auf den ich ganz stolz bin, wo ich sage, der ist immer cool, der lächelt immer, auch wenn die Luft dumm wird. Ja, und das ist meine Motivation, dass der Sport an sich und so weiter. Also ich bin jetzt glücklich. Jetzt hoffe ich, dass mein Mischa hier mit dem deutschen Meister nach Hause geht. Und dann ist mein Tag perfekt.